Hi Monster-Freunde, hi Yamadori-Freunde und hi Kaskaden-Freunde. Hallo Freunde, erstmal willkommen mal wieder bei My Trees in the Pod. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich wirklich immer sehr, auch über die Kommentare und das so langsam werden wir ein bisschen größer und ein bisschen mehr. Ja, und so langsam kommen auch, glaube ich, interessantere Sachen für euch. Das war jetzt nicht geplant, weil als ich den ausgegraben habe, genauso wie die Kiefer, die ihr letzte Woche schon gesehen habt, da habe ich noch kein YouTube gemacht, da habe ich auch über sowas noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist auch ein Yamadori. Was passiert hier raus? Das Grundlegendste hier dran ist erstmal, das wird meine erste Kaskade. Dafür habe ich mir auch so einen Kaskaden-Pötgang gekauft. Finde ich irgendwie dramatisch unstabil. Ist relativ hoch, habe jetzt schon Angst, gerade bei einer Kiefer, wenn hier so ordentlich Nadeln dran sind, dass der ein bisschen winterfällig wird und vielleicht umkippt. War aber günstig, also lassen ruhig einmal fallen, da werden wir was lernen und mal gucken, ob wir dann irgendwie was verändern. Aber ich bin sehr gespannt, das wird nämlich meine absolut erste Kaskade. Kurze lustige Anekdote zu dieser Kiefer. Die ihr letzte Woche gesehen habt, die beiden, die sind zusammen bei so einer Tour quasi als Mitbringsel entstanden. Ich war mit einem Kollegen damals los, wir waren auf Yamadori-Suche sozusagen und er hatte eine richtig schöne Kiefer da gefunden und hatte dann noch eine richtig schöne zweite Kiefer gefunden und ich guckte da so hin und her und ich habe bis dahin noch nicht so ein Auge dafür gehabt und habe dann die einen, die ich letzte Woche gesehen habe, schon mal so als Potenzial ausgeguckt und die fand ich eigentlich ganz toll, war auch eigentlich sehr stolz darauf und der Kollege schon so, oh, die ist aber schick und ich dachte, seine zwei oder drei, die er da schon im Sack hatte, sind schick, da komme ich gar nicht mehr ran. Und habe die dann nachher nur noch aus Frust mitgenommen. Also eigentlich wuchs die gerade und die hat hier so einen abgebrochenen Ast. Also die hatte hier so ein, zwei Haupttriebe, die aber abgebrochen waren. Da war auch ziemlich viel Rehrückbiss und irgendwie Bewegung zwischen den Kiefern, sag ich jetzt mal, dadurch, dass abgebrochene Äste zustande kamen. Ja, und ich habe die einfach, ich sag jetzt mal, aus Frust aus dem Boden gerissen, mitgenommen, einfach mit eingepflanzt und habe mir gedacht, ach komm, dann hast du zwei Kiefern, guck's mal. Und wollte die eigentlich so als Übungsobjekte benutzen, wie man so Kiefern überhaupt designt, ein bisschen macht und tut. Und wenn ich mir dann mal eine vernünftige große Mädchenkiefer oder sowas hole, schon ein bisschen Erfahrung habe. Jetzt muss ich aber sagen, das ist so mein kleines Highlight. Also das ist mit einer meiner Lieblings-Yamadoris, die ich ever überhaupt irgendwie gesammelt habe. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich besitze drei Kiefern, das ist auch meine Lieblingskiefer. Weil dadurch, dass ich sie so schräg eingepflanzt habe, die musste ich so schräg einpflanzen, weil die hier unten so eine lange Pfahlwurzel hatte, diese rötliche, wie ich ja letztens schon sagte, und dann so schräg hier rüber hing, bot sich immer mehr die Idee einer Kaskade, zumal die hier oben so ein paar, also so eine Halbkaskade, also der Haupttrieb soll runtergehen, dann hier oben habe ich so ein, zwei Triebe, wovon ich irgendwas so schön nach oben mache, habe hier schon schön Totholz sozusagen, wo ich garantiert keinen Gin rausmache, aber dieses Totholz lasse ich einfach, weil das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht abgebrochen und so gestylt, das hat die Natur so gemacht, genauso kam der quasi aus dem Wald. Ja, und man sah direkt das Potenzial, dass das Richtung Kaskade gehen könnte. Hab mich jetzt ein bisschen erkundigt und was man so machen tun soll und so. Deshalb werde ich ihn jetzt erstmal in die Kaskadenschale pflanzen. Da werdet ihr jetzt gleich dabei sein. Werd den noch nicht drahten, also das ist zu viel Stress auch für eine Kiefer. Der wird erst gleich relativ aufrecht stehen, dann werdet ihr alle so ein bisschen erschrocken sein. Werd ein, zwei Knospen mir so wegnehmen, um ein bisschen so die Spitzen auszudünnen. Also Knospen, wo er eigentlich keine Energie mehr reinstecken soll, meiner Meinung nach. Und dann wird der quasi übers Jahr, über den Sommer, schon mal so Stück für Stück, werde ich den so abstützen gegen die Schale und ab der Stelle hier quasi, wo das Totholz hochgeht, nach unten drahten. Und wie ich das mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich denke mal, mit ein bisschen Bastum entwickeln und dann dicke Drähte nehmen und das irgendwie oben abspannen, damit der Ast nicht so sich aus der Schale zieht. Aber diesen Weg gehen wir gemeinsam. Also wer noch nie eine Kaskade gemacht hat und auch nicht weiß, wie er es machen soll, ja, besorgt euch so ein Ding, macht parallel mit oder macht es irgendwie nach, ich habe keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, das wird die erste Kaskade und das will ich auf jeden Fall mit euch teilen. Also wenn es jetzt, wenn da draußen irgendwelche Kaskaden-Spezialisten sind, ich habe da keine Erfahrung. Wenn ich jetzt irgendwas falsch mache oder so, ich sammle da einfach so meine ersten eigenen Erfahrungen. Vielleicht hat er einen nützlichen Tipp, wie ich den Ast noch schneller runtergebogen kriege. Ja, wir werden das jetzt über das Jahr sehen und ich denke mal so irgendwann so im Oktober werden wir schön so einen leicht hochstehenden Stamm haben, der dann so einen nach unten verfolgenden Ast hat quasi. Dass wir so eine typische Kaskade bilden. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, wie sie im Herbst aussieht. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch jetzt, mir dabei zuzuschauen, wie ich sie eben ein bisschen umsetze. Eben meine Standard-Nadelbaummischung natürlich. Die kennt ihr natürlich. Ja, und wir sehen uns dann gleich nach dem Video nochmal. Also bis später. Ciao.
Ja, das Kaskadenvideo. Ihr habt gerade Material von 2018, 2019, denke ich, hoffe ich, gesehen. Und mir fehlte so ein bisschen das Outro. Ich hatte da auch wieder Stellen, die ich bei der anderen Föhre letztes Mal nachvertont hatte. Die habe ich jetzt alle im Zeitraffer laufen lassen, weil ich mich hier entschlossen habe, nochmal eine Stellungnahme zum Baum zu machen. Und zwar, was sehen wir hier? Wir sehen meine gewünschte Kaskade in dem Kaskadenpott. 2020 haben wir jetzt übrigens. Ja, und es ist noch keine Kaskade geworden. Warum nicht? Weil, als ich sie letztes Frühjahr eingepflanzt habe, habe ich ja, wie bei allen anderen Bonsai-Videos auch schon gesagt, ich habe letztes Jahr relativ wenig Zeit für meine Bäume gehabt. Sprich, der wurde nicht gedüngt, die Kerzen wurden nicht gekürzt und er wurde auch nicht ausgelichtet und im Herbst wurden auch nicht die Altnadeln entfernt, so wie man das eigentlich so bei Kiefern macht. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir mit dem Baum weiterkommen. Deshalb habe ich jetzt gerade erstmal die Kerzen gekürzt, was ihr im nächsten Video sehen werdet, wie man Kerzen bei Kiefern kürzt. Also seid schon mal gespannt aufs nächste Video. Ja, aber ich wollte nochmal kurz die Stellungnahme halt machen, warum es noch keine Kaskade geworden ist, weil ich Kiefern eigentlich eher so im Herbst eher drahten oder bearbeiten möchte. Und mir auch das passende Werkzeug zum Biegen an der Stelle hier fehlte. Also zum einen brauche ich so einen Astspalter, um wirklich mal den Ast ein bisschen zu spalten, um den bei der Kiefer rumzubiegen. Dann habe ich angefangen, mir selber so eine Schraubzwinge zu bauen, die das dann so runterzieht. Und ich sag mal, das werden wir alles im Herbstvideo sehen. Das wollte ich bloß mal nochmal Chance nutzen, zu euch zu sprechen und ja, mich zu entschuldigen, dass wir noch keine richtige Kaskade sehen. Aber ich denke mal, der eine oder andere Betrachter sieht schon ganz gut, wo die Reise hingeht. Ich bin immer noch mega stolz auf den Baum, weil der hat so viel, der hat eine schöne Spitze in Anführungsstrichen, die ja die Kaskadenstufe später wird. Ich habe hier eine schönere Oberspitze, also dass es quasi eine Halbkaskade wird, die sich hier immer schöner weiter ausbricht. Der Baum hat eine super Vitalität. Ja, und gerade eben habe ich so die Kerzen alle ein bisschen eingekürzt. Wie gesagt, was ihr nächste Woche auf jeden Fall im nächsten Video sehen werdet. Und jetzt geht es auch schon bald los mit dem Düngen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, macht die Bimmelbammel an und seid schon gespannt, wenn es nächste Woche heißt, Kerzen kürzen bei Kiefern. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.